Wir sind alle Kinder des Islams, weil wir uns Muslime nennen. Wir sind alle Kinder des Islams und Allah hat uns diese Ehre gegeben, so müssen wir uns diesen Namen geben. Wir sind Muslime. Wir sind, Alhamdulillah, Muslime und wir sind alle Kinder des Islams, egal aus welcher Herkunft wir kommen, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welche Sprache wir sprechen. So waren die Sahaba einmal in der Masjid und sie haben über ihre Herkunft gesprochen, über dem, woher ihr Vater kommt. Und Salman al-Farisi, radiyallahu an, saß so wie der Onkel auch hier an einer Wand und er hat nicht mal in ihre Richtung geschaut. Er hat nicht mal in ihre Richtung geschaut. So wurde er gefragt, mein Ente, wer bist du? Wa man abuke? Und wer ist dein Vater? Wa ma asluke? Was ist dein Ursprung? Wa ma hasbuke? Wa ma nasabuke? Yani, von wem kommst du? Von welchem Stamm bist du? Erzähl mal über dich. Erzähl uns mal, wer dein Vater ist. Von welchem Stamm du kommst. Was dein Ursprung ist. Erzähl uns, sagt er. Was sagte er? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Er sagte, ana Salman ibn al-Islam. Ich bin Salman, der Sohn des Islams. Die anderen haben gesagt, ich bin der Sohn von wem? Ich bin der Sohn von Abdurrahman, ich bin der Sohn von Abdullah, ich bin der. Und er sagte, ana Salman ibn al-Islam. Ich bin Salman, der Sohn des Islams. Allahu Akbar. Das ist ein Name, den ihn Allah ihm gegeben hat, indem er Muslim wurde. Und er zeigte den Menschen auf, es ist doch egal, woher ich komme, wer ich bin. Ich habe hier in Medina keine Familie. Ich habe alles liegen lassen, um zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kommen. Und er ergänzt, kuntu dallan, fahadani Allahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ich war im Irrweg und Allah leitete mich recht durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, alhamdulillah. Wa kuntu a'ilan. Und ich war was? Ich war arm, ich war armselig. فَأَغْنَانِي اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ich war arm, ich war leer und Allah bereicherte mich mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم. Was ist mit meinem Ursprung? وَكُنْتُ مَمْلُوكًا. Ich war gefangen, ich war ein Sklave. فَأَعْتَقَنِي اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ich war gefangen, ich war ein Sklave und wurde befreit durch den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Allah Akbar. Und so ist es auch mit uns allen. Wir waren leer, wir hatten nichts und Allah gab uns durch den Koran, durch seine Botschaft, die uns der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم nahegelegt hat, gab er uns Ehre. Und wo suchen wir woanders Ehre als in dieser Sache? Allah Akbar. Wo sollen wir das suchen? Daraufhin sagte Umar ibn Khattab radiyallahu an, wa ana Umar ibn al-Islam. Und ich bin Umar, der Sohn des Islams, Echo Salman ibn al-Islam radiyallahu anhum. Der Bruder von Salman, dem Sohn des Islams. Und so ist es auch mit uns. Jeder von uns ist der Sohn des Islams. Denn durch Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam haben wir die Rechtleitung gefunden. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und jeder, der in dieser Rechtleitung ist, ist unser Bruder. Innamal mu'minuna ikhwatun, haben wir gesagt. Wir sind wie eine Familie.